Gut, erzählt mir, wer glaubt ihr steckt unter diesem Kostüm mit dieser großartigen LED-Maske, die zu eng ist? Das ganze Kostüm ist sehr heiß. Also ich meine, ich glaube, allein schon die Lockenpracht von Herrn Gottschalk, die unter so einer Maske auch untergebracht werden muss, macht das eng. Ne? Also muss ja so Rastafari-mäßig da reingewurschtelt werden und dann wird diese Maske natürlich auch immer mal so ein bisschen klein. Aber vielleicht sind die Haare von Thomas Gottschalk auch nie echt gewesen. Vielleicht ist das eine Perücke. Ah, doch. Ey, bei Thomas Gottschalk war alles und ist alles echt. Es kam also mit dem Rap-Ding und diese Verbindung, weil hier dieses das haben wir gesampelt, hey Thomas, wo geht's lang, hat glaube ich Manfred Sechsauer gesagt und hat damit Thomas Gottschalk angesprochen. Und das zusammen mit diesem Star entdeckt und Heidi Klum und fast schon viel, ja. Aber ihr hattet ja auch Harald Schmidt. Harald Schmidt hat auch Sterne entdeckt. Harald Schmidt kann auch rappen. Auch Böhmermann, klar. Ja. Also, du bleibst, Michi, bei deiner Entscheidung oder hast du mittlerweile eine andere Fährte aufgenommen? Ich bleib dabei, das ist wie... Du sagst, es ist Thomas Gottschalk. Ja. Janine. Seit dieser Barack Obama-Tipp kam, habe ich die ganze Zeit so ein Bild im Kopf. Und vielleicht habe ich mir das auch selber zusammengebaut. Aber von Gerhard Schröder. Von Thomas Gottschalk. Da habe ich mir lange gewünscht, dass es Gerhard Schröder. Ich war lange bei Gerhard Schröder. Und dann bin ich abgekommen. Da habe ich mich ganz kurz gefragt, ob es vielleicht Joachim Gauck ist. Da bin ich aber auch schnell wieder von weg. Und dann dachte ich, ich habe die ganze Zeit so ein Bild im Kopf von Thomas Gottschalk in so einem seiner Outfits. Und daneben steht Barack Obama. Und dann denke ich an diese Mönchskutte bei Sister Act. Und dann gerade dieses Latein. Und ich weiß, dass Thomas Gottschalk eins hatte, und zwar immer noch etwas, was er konnte, mit dem man nicht gerechnet hat. Und das war jetzt auch gerade so ein Ding. Dieses mal kurz auf Lateins Vater Unser. Ich meine, der hat vielleicht auch einfach nur ein Pasta-Rezept runtergebetet. Ich habe kein Latinum. Ja, kein kleines, kein großes. Ich habe das Wort verstanden. Wir können es hier übersetzen. Aber also das heißt, auch du schließt dich der Meinung von Michi. Ja, ich möchte mich anschließen, auch mangels Alternativen, weil Harald Schmidt und Barack Obama, das kriege ich in meinem Kopf. Wenn das passiert wäre, hätte ich das mitbekommen. Und Thomas Gottschalk, sag's auch du. Ja. Tom. Für mich ganz klar Edmund Stoiber, weil ich glaube, die 10 Minuten ist der Rap, von dem wir hier sprechen, der wurde gesampelt, die Fahrstrecke oder die 10 Minuten, das ist quasi metaphorisch, also das ist der Stern, den er entdeckt hat, der aber nie realisiert wurde, aber das ist quasi sein Stern, den er da gesehen hat, den er entdeckt hat, der... Er hat Barack Obama getroffen, er besucht mit Sicherheit regelmäßig die Kirche, er war... auch schlecht in Mathe, soweit ich weiß. Und die verbotene Liebe ist eine rein platonische Liebe zu seiner Katze. Muschi gewesen. Und deswegen bin ich... Ich möchte Ihnen zu Ihrer großartigen Leistung gratulieren. Oh, jetzt bin ich doch also woanders. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen einen kleinen Zeitsprung. Sie haben bestimmt fleißig mitgeraten, mitgefiebert und Notizen mitgemacht. Sind Sie der Meinung von Michi und Janine oder eher auf der Seite von Tom? Oder haben Sie jemand ganz anderes im Kopf und aufgeschrieben? Gleich lernen wir die wahre Identität des Phantoms kennen. Nach einer kurzen Pause. Nicht gehen. Herzlich willkommen zurück zu Wer ist das Phantom? Seit Stunden sitzen Sie vor den Bildschirmen und zermartern sich den Kopf, wer bei uns unter der Kostümierung steckt. Rutschen nervös hin und her auf dem Sofa oder auf dem Bett. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir unser Phantom enttarnen. Und entweder brechen Sie in Jubelstimme aus oder Sie sagen und fassen sich an den Kopf und denken, nein, hätte ich das gewusst. Der absolute Wahnsinn. Die Tipps unserer großartigen DetektivInnen. Michi und Janine haben gesagt, das Phantom ist definitiv Thomas Gottschalk. Tom sagt, es ist Edmund Stoiber. Wer ist das Phantom? Los geht's!
das könnte passen. Ah, das ist schon, das ist schon der Zombie. Ah, das kann passen. Da sind die Rasterlocken. Ja, da haben sie dem Eden eine Perücke aufgesetzt, glaube ich. Miki, Janine und Tom. Oh, Thomas, guck mal jetzt. Also erstmal danke, dass du mitgemacht hast. Aber guck mal jetzt. Sehr automatisch, gut. Licht geht an und Thomas macht das, was er am besten kann. Stolper. Servus. Tom, servus. Ja, Mensch, ich war damals sehr geehrt, dass Fanta 4 von meinen Rap-Künsten Notiz genommen hat. Und als das kam, habe ich gedacht, das muss er wissen. Ja, es hat's echt geschnackt. Laufenberg war der Dritte. Sechshauber genau, Laufenberg. Genau, das war's. Laufenberg. Ja, genau. Thomas, alte Liebe, das war der erste Hinweis. Kannst du uns da ein bisschen genauer etwas erzählen? Verbotene Liebe. Also, ja, ich habe damals keinen Wunsch abgelehnt. Bin ja heute noch so, wenn die mir sagen, machst du uns das Phantom, sage ich ja. Als Bravo gesagt hat, schreibst du uns einen Roman, habe ich auch gesagt ja. Und das war der Roman in der Bravo. Der hieß Der Sprung ins lila Himmelbett. Für den Titel konnte ich nichts. Cool. Da habe ich die Geschichte eines Studenten, der sich in eine ältere Frau verliebt hat, geschrieben. Großartig, oder? Okay. Sehr schöne Geschichte. Und jetzt auch nochmal Obama, weil das ist ja das Foto, das du geglaubt hast zu ändern. Wie ist es dazu gekommen? Als Frau Merkel diese Medal of Honor gekriegt hat, durfte sie sich ihre Lieblingsdeutschen mitnehmen und Jürgen Klinsmann und ich waren dabei. Wirklich? Oh, ja, cool. Also, da wäre ich gern beim Überlegungsprozess zu Hause dabei gewesen, wenn die Merkels am Tisch sitzen. Ja, aber das ist ganz klar. Also das ist auf jeden Fall großartig. Eine absolute Legende. Und ich saß neben Hillary Clinton, da gab es ein Dinner im Rosengarten des Weißen Hauses und da gab es so schöne Namensschildchen mit dem Adler. Und das wollte ich mir so während des Essens, habe ich mir das so langsam auf die Seite geräumt, als Andenken. You cannot take this. Okay, also wieder zurück. Und Thomas, vielen Dank. Du bist immer noch der beste, größte Entertainer, den es gibt. Ja, ich freue mich, neben dir zu stehen. Überleg mal, ey, die Moderation, da ist ja kein Teleprompter drin. Ne? Ja. Wie das zack, zack. Ja, es war irgendwann mein Slow. Ich dachte irgendwann, okay, wenn da jemand sitzt so lange und der haut, aber dann, wenn er dran ist, dann trotzdem so... Ich dachte, das muss jemand sein, der das mit der Muttermilch schon aufgesucht hat. Ja. Die haben ja gesagt, so halt bloß das Maul. Ich war ja zweimal kurz davor, die Moderation zu übernehmen, aber ich habe mich dann doch zurückgehalten. Aber das habt ihr nicht gesehen, ich habe ihn dann immer sanft in den Sessel reingedrückt, damit ich das weitermachen darf. Ja.